Hey du Server- und Netzwerkenthusiast da draußen. Ich bin Philipp Renner und ich möchte in diesem Video der Windows Server und Active Directory Basics Reihe erläutern, was die FSMO-Rollen sind. Nein, FSMO ist keine neue Infektion, die von Zecken übertragen wird, sondern ein sehr elementarer Bestandteil eines Active Directories. Die FSMO-Rollen sind nämlich die Flexible Single Master Operation Roles. Bevor ich spezifisch werde, muss ich aber noch ein paar Worte über die Struktur und die Funktionsweise von Active Directory Gesamtstrukturen verlieren. Im AD werden die Informationen nach dem Multi-Master-Prinzip verbreitet. Dies bedeutet, dass alle schreibbaren Domain-Controller gleichberechtigt sind, Änderungen vornehmen zu dürfen. Dies ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, weil du von jedem beliebigen DC einen Nutzer anlegen oder Gruppenrichtlinien erstellen kannst. Durch diese Gleichberechtigung hat derjenige, der das letzte Wort hat, auch das Sagen. Der DC2, der seine Änderungen um 10.11 Uhr veröffentlicht, überschreibt somit die Änderungen vom DC1, die dieser um 10.10 Uhr vorgenommen hat. In einigen Situationen ist diese Herangehensweise aber ziemlich ungünstig. Aus diesem Grund hat Microsoft einen gemischten Ansatz entwickelt. Aus diesem Grund gibt es dann auch die FSMO-Rollen. Davon gibt es 5 Stück. 2 sind pro Gesamtstruktur einmalig. Diese sind der Schema Master und der Domain Naming Master. 3 weitere FSMO-Rollen sind pro Domäne einmalig. Diese sind der Infrastrukturmaster, der RID oder RIT-Master und der PDC-Emulator. Der Schema-Master ist pro Forest einmalig und definiert Attribute und Klassen von Active Directory-Objekten. Der Schema-Master verwaltet also die Vorlagen für Objekte und deren Eigenschaften. Also er verwaltet eben das Active Directory-Schema. Der Domain-Naming-Master ist ebenfalls pro Gesamtstruktur einmalig und hat die Aufgabe, die Domainnamen innerhalb des Forests zu verwalten. Eine neue Domäne anzulegen ist nur mit Hilfe dieser Rolle möglich. Denn dieser muss bestätigen, dass der gewählte Domainname innerhalb der Gesamtstruktur noch frei ist. Der Infrastrukturmaster kann in einer Gesamtstruktur mehrmals vorkommen, ist aber pro Domäne einmalig. Dieser verantwortet die Konsistenz gegenseitiger Verweise über Domaingrenzen hinweg. Also beispielsweise, dass in einer Gruppe kein Benutzerobjekt aufgelistet ist, was das Benutzerobjekt gar nicht in seinen Eigenschaften beinhaltet. Der Infrastrukturmaster darf sich nicht auf jedem DC befinden, der den globalen Katalog enthält, außer alle DCs führen den globalen Katalog. Der RID-Master oder der RIT-Master. Diese Rolle ist verantwortlich für die Eindeutigkeit der SIDs, also der Security Identifier, jeden Benutzers und jeder Gruppe. Er verteilt die sogenannten relativen IDs, also eben die RIDs, daher der Name RIT-Master oder RID-Master. Diese RIDs sind die letzten 4 Stellen der SID und der RID-Master verteilt diese als Pool an die Domain-Controller, die diese wiederum an neu kreierte Objekte vergeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die SIDs auch wirklich einmalig sind. Der Primary Domain Controller Emulator oder eben der PDC Emulator. Dieser verarbeitet alle Passwortänderungen und Kontosperrungen der Domäne direkt, sodass man nicht auf die komplette Replizierung warten muss. Technisch wird dies so realisiert, dass der DC, der einen Passwortfehler feststellt, diesen zunächst an den PDC-Emulator gegenprüft, statt den Benutzer sofort abzuweisen. Außerdem dient der PDC-Emulator als Zeitserver für alle Clients und Member-Server, auf denen dies nicht anders konfiguriert wurde. Um herauszufinden, welcher DCs nun welche FSMO-Rollen beinhaltet, gibt es einen CMD-Befehl bzw. einen PowerShell-Befehl. Oder besser gesagt, 2 PowerShell-Befehle. Beginne ich zunächst mit dem CMD-Befehl. Das heißt, ich verbinde mich auf einen Domain-Controller, öffne dort eine CMD und tippe dort den Befehl ein, um
die Abfrage zu starten, welche FSMU-Rollen hier in der Domäne auf welchem Domain-Controller liegen. Der Befehl lautet netdom query, dann slash domain, dann der Domainname, also in meinem Fall hier, dann nochmal ein Leerzeichen und dann der Parameter FSMO. Als Ergebnis sehe ich, dass alle 5 FSMO-Rollen auf dem ersten DC der Domäne liegen. Dies ist ja auch verständlich, weil zum einen gibt es keinen weiteren Domain-Controller und zum anderen sind diese Dienste ja elementar und da es bei der Installation einer neuen Gesamtstruktur ja noch keinen anderen DC gibt, so müssen alle FSMO-Rollen auf dem ersten DC installiert werden bei der Installation einer neuen Gesamtstruktur. Bei dem PowerShell-Befehl sind die FSMO-Rollen nach Gesamtstruktur und nach Domain-Ebene, also halt nach Forest und Domain-Ebene gegliedert. Das heißt, es gibt einen Befehl, mit dem sich die FSMO-Rollen der Gesamtstruktur abfragen lassen und einen PowerShell-Befehl, mit dem sich die drei FSMO-Rollen der Domäne abfragen lassen. Beginne ich zuerst mit dem Befehl für den Forest bzw. die Gesamtstruktur. Dieser lautet get-ad-forest, machen wir das Ganze mit autocomplete, dann ein pipe, dann select-object, auch hier wieder autocomplete, dann der domain-naming-master und der schema-master. Hier sehe ich, dass beide eben auf dem ersten Domain-Controller installiert sind und fahre nun mit dem Befehl für die drei Domänen-FSMU-Rollen fort. Die Syntax für diesen Befehl ist ähnlich. Hier ist es halt get-ad-domain, dann der Rest ist wieder gleich, select-object, dann ist es der infrastructure-master, Ture, dann ein Komma, dann der RID oder RITmaster und der PDC-Emulator. Und auch diese drei sind laut PowerShell-Befehl auf dem ersten Domain-Controller installiert, was ja wie gesagt auch selbstverständlich ist, weil es gibt ja auch noch keinen weiteren Domain-Controller. Das ist so das, was es zu den FSMO-Rollen zu sagen gibt. In einem der nächsten Videos werde ich einen Microsoft 365 Tenant erstellen und die Anbindung von einem lokalen Active Directory oder die Synchronisierung von einem lokalen Active Directory mit der Azure Active Directory Connect zeigen. Da die Dienste von Microsoft 365 kostenpflichtig sind und wir diesen Kanal ja hier nur aus Spaß und Freude in unserer Freizeit betreiben, deshalb da auch hierüber kein Geld verdienen, sondern nur unser privates Einkommen in diesen Kanal investieren, möchte ich natürlich die Kosten nicht allzu stark steigern. Oder in dieser Zeit, in der ich die kostenlose Testversion habe, wäre es schön, wenn ich da möglichst viele Videos produzieren kann. Von daher schreibt mir doch mal bitte so eure Ideen und Wünsche, was ihr so zu Microsoft 365 und Azure sehen wollt, damit ich halt da das Beste aus der Zeit herausholen kann. Ihr könnt uns natürlich auch gerne per PayPal unterstützen. Zu finden unter pay.it-limitless.de. Wenn du weitere Ideen und Wünsche zu Videos auf unserem Kanal hast, dann teile uns das eben gern über die Kommentare mit. Wenn du neben Microsoft 365 und Azure weitere Ideen und Wünsche zu Videos auf unserem Kanal hast, also wirklich zu allen möglichen Themen der IT, dann teile uns das gern über die Kommentare mit. Ich lade dich auch herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, damit du über Videos zu anderen IT-Themen von uns, beispielsweise eben Heimnetzwerke oder Synology NAS-Systeme, informiert wirst. Ich bin Philipp Renner von IT Limitless und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao!